Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Entwicklerpage Video Tutorial Serie Spieleentwicklung mit Unity. Wir sind immer noch dabei, unser Inventarsystem zu machen. Und ich habe zwischendurch eine kleine, ich sag mal, Neujahrsansprache etwas verspätet rausgegeben. Das war vor einer Woche, wenn alles klappt. Geklappt hat, besser gesagt. Und wenn ihr die noch nicht gesehen habt und diese Serie hier mit dem Inventarsystem verfolgt, würde ich euch empfehlen, die nochmal anzusehen, weil da auch einiges zum Inventarsystem gesagt wurde. Gut, machen wir weiter. Heute möchte ich, wie ich bereits angekündigt habe, die Speicherfunktion angehen. Vorab, die Speicherfunktion ist mal wieder, wie bei vielen Komponenten bei diesem Inventarsystem, sehr stark vom Spiel abhängig. Wenn ihr also zum Beispiel eure eigene Speicherfunktion habt und die in der Lage ist, unterschiedliche Arten von Daten aufzunehmen, würde ich euch empfehlen, benutzt euer eigenes System und nicht meins. Macht nicht so viel Sinn, ein Spiel zu haben, das an allen unterschiedlichen Orten auf unterschiedliche Art und Weise die Daten speichert, die dazu gehören. Macht das lieber alles zentral an einem Ort, mehr oder weniger. Muss nicht alles in einer Datei stehen, aber zumindest in einer Ordnerstruktur wäre schon praktisch. So, es gibt auch so mehrere Arten, das zu speichern, und ich möchte mit euch gleich mehrere ansehen. Das heißt, wir werden ein kleines System entwickeln, was es erlaubt, auf unterschiedliche Arten von Dateitypen zu speichern, die wir uns in den nächsten paar Wochen ansehen werden. Also mindestens eins ist noch geplant, eins machen wir heute, sodass wir auf jeden Fall am Ende mindestens zwei Stück haben werden. Gut, für den Anfang benötigen wir erstmal ein sogenanntes Interface, ein C#-Interface. Dazu gehe ich erstmal hier bei Assets in den Inventory-Skripte-Ordner und erstelle ein neues C#-Skript. Das nenne ich Händler. Vorsicht, hier ist jetzt ein Doppel-I. Das erste I sagt aus, dass es ein Interface ist. Das ist nicht Pflicht, aber das macht man einfach so. Bei C# ist so eine Art Notation, dass man gleich sofort erkennt, es handelt sich um ein Interface. Na? Inventory-Skripte. Da sieht man es nochmal. I-Inventory-Disk-Händler. So. Public Interface und nicht mal Class. I-Inventory Diskhändler erbt nicht vom Menü-Behavior, das lassen wir komplett weg. Und den Teil können wir auch rauslöschen. Ein Interface ist so eine C# eigene Sache, beziehungsweise das gibt es in vielen Sprachen, aber wir haben ja natürlich jetzt hier C#. Was es uns erlaubt, also auf Deutsch heißt das Schnittstelle, zwei Klassen, die sich nicht unbedingt, oder die sich, zumindest die eine, kennt die andere nicht wirklich, aber sie weiß, dass sie einen gewissen Satz von Funktionen haben wird oder Methoden. Also ein Interface dient sozusagen für eine gute Kommunikation zwischen mehreren Klassen. Wir werden das Ganze jetzt mal genauer ansehen. Es gibt mehrere Arten, Interfaces zu benutzen. Wir werden jetzt hier mit Generics arbeiten, aber dazu benötigen wir erstmal dieses Interface. Und jetzt definieren wir die Methoden. Wir müssen nicht sagen, dass sie public sind. Das schließt sich schon von alleine aus, dass sie von außen zugegriffen werden müssen, weil es ja ein Public Interface ist. Das heißt, wir können gleich anfangen mit void save inventory. Das ist der Name, den wir der Methode geben. Diese erwartet eine Variable vom Typ, ein Parameter vom Typ inventory holder. Und item stack als array stacks. So, jetzt müssen wir sehen, ob wir noch einen dritten Parameter brauchen. Ich habe darüber nachgedacht. Lassen wir das mal so. Das Ganze können wir kopieren. Für die Ladefunktion. Jetzt wird auch sichtlich, warum ich das nicht E-Inventory Safe Handler, sondern Disk Handler genannt habe, weil hier die gesamte Festplattenaktivität für das Inventar eingebaut werden soll. Und nicht nur speichern, sondern auch laden. Load Inventory. So, das war's mit dem Interface auch im Prinzip schon. Jetzt benötigen wir nur eine. Jetzt müssen wir das einbauen im Inventory Holder. Ich gehe meinen Inventory Holder rein, scroll ganz ans Ende, nach Clear Inventory und mache eine neue Public-Funktion. Public void save. Und jetzt in Besonderheit, bevor ich die Klammer mache, mache ich noch so eine spitze Klammer auf, also ein kleines Als-Zeichen. Das habt ihr bei Unity wahrscheinlich schon an mehreren Orten gesehen, zum Beispiel bei addComponent oder getComponent benutzt man das gerne. Jetzt schreiben wir hier ein T rein. Wir können auch andere Buchstaben benutzen. T ist üblich für sowas. Ansonsten auch U.
Das ist eine sogenannte Generic-Funktion. Das heißt, für dieses T können wir später unterschiedliche Typen einsetzen. Das werden wir auch gleich gut nutzen. Jetzt kann erstmal die Klammer aufgehen. Da brauchen wir keine Parameter. Und jetzt schreiben wir ganz untypisch dahinter, where T, na, nicht time, T, das T, was wir hier vorne sozusagen benutzt haben, spezifizieren wir jetzt genauer. Jetzt könnte, also bis ohne dieses where, könnte T alles sein. Jeder Typ, also Integer, Float, aber auch Klassen, zum Beispiel Inventory Holder oder Inventory on GUI. Jetzt spezifizieren wir das T genauer. Where T, nicht time, T, erbt von i Inventory. Warum hat er das nicht erkannt? Kurz mal nachgucken. Hätte er eigentlich sehen sollen. Mal sehen, hoffentlich klappt das auch alles um. Also, wo wir sagen, dass T von Inventory Diskhändler erben soll oder dieses implementieren muss, weil es ein Interface ist. Und dass es einen öffentlichen Konstruktor haben muss, der keine Parameter erwartet. Das sieht jetzt wirklich etwas kryptisch aus, ist aber eigentlich, wie gesagt, ganz einfach zu verstehen. Werden wir gleich noch benutzen, dann sehen wir es genauer. So, und jetzt sagen wir, wir wollen eine Variable vom Typ T haben. Wir müssen jetzt im Prinzip, wir müssen das sehen, wir haben normalerweise arbeiten mit Variablen, die von einem gewissen Typ sind. Und jetzt ist dieser Typ selber eine Variable. Das heißt, wir haben zwar den Namen der Variable, wir haben aber nicht deren Typ. Wir wissen, dass der Typ von Inventory Diskhändler erben muss, beziehungsweise dieses implementiert, weil es, naja, bei, wenn man von einer Klasse erbt, übernimmt man ihre Funktion, überschreibt oder fügt neue hinzu. Und wenn man ein Interface implementiert, sagt man die Funktion, die wir hier definiert haben, sind, ne, deklariert haben, sind in der unserer eigenen Klasse definiert. So, also wir wollen jetzt eine Variable vom Typ T, wobei wir wissen, dass T auf jeden Fall zwei Funktionen haben wird und ein leerer Konstruktor. Die nennen wir SaveHandler. Gleich new t. Normalerweise würden wir jetzt sagen new disk saver oder so. Und jetzt ist es einfach nur new t. Und dass das funktioniert, haben wir mit dieser Anweisung hier sichergestellt, dass er auch wirklich keine Parameter erwartet. Sonst würde dieser Aufruf unter gewissen Umständen fehlschlagen. Dann geht's weiter. SaveHandler. Punkt. Jetzt sehen wir hier schon, er hat erkannt, es ist vom Typ i-Inventory-Diskhändler und deswegen muss dieses Objekt auch die Funktion oder die Methoden Load-Inventory und Save-Inventory besetzen. Wir benutzen jetzt hier Save-Inventory. Als ersten Parameter der Inventory-Holder benutzen wir this und danach geben wir unsere private Stack-Variable durch. Stacks. Was ist das denn hier? Global Item Stack? Wieso ist das Global? Gut. Das ist es im Prinzip auch schon. Das hier selber speichert natürlich noch gar nichts, das ist aber schon mal die Grundlage für unsere Speicherfunktion. Und jetzt können wir auch schon mal gleich die Ladefunktion einbauen. Ich kopiere das Ganze und nenne das jetzt nur Load. Das kann alles gleich bleiben. Das Ganze nenne ich jetzt nur Load-Händler, das ist nur für die Benennung wichtig. Hat aber keinen direkten Sinn jetzt. Also Sinn schon, ne, aber. Und hier Load Inventory. Gut. Wir übergeben das Stacks. Wir können natürlich auch später, einfach weil wir this übergeben haben könnten, der Save- oder Ladehändler natürlich genauso gut auch die Setstack und Getstack-Funktion benutzen. Ist aber allerdings ein bisschen schneller, wenn wir Stacks benutzen. Außerdem ermöglicht uns das später spezielles Binäres, also spezielle Arten von Serialisierung, also dass wir es einfach in eine Datei schreiben können. Das werden wir jetzt nicht benutzen, jedenfalls nicht das mit der Serialisierung, aber vielleicht nächste Woche. Und dann wird es schon ganz praktisch sein, das so zu machen. Das Gute ist, wir können das auch in unserer Funktion bearbeiten, da das hier nur eine Referenz ist, die wir übergeben auf unser Array, ist jede Veränderung, die wir in zum Beispiel Load Inventory durchführen, wird auch
hier oben übernommen. Gut, jetzt können wir zurück. Stellen noch mein C-Sharp-Skript. Vielleicht legen wir einen Unterordner an da für die Sortierung. Das mache ich jetzt einfach mal. Und dann das Disk-Handler. Und hier machen wir jetzt ein Player Preferences oder Player Pref Inventory Handler. Genau, Player Pref Inventory Handler. Der benutzt halt die Player Preferences, die wir uns bereits schon mal angesehen haben, um ein Inventar zu speichern. Komm schon. Inventory Skripte Disk Handler. Player Preferences Inventory Handler. Und wir sagen, es soll jetzt die Inventory Disk Handler implementieren. Da wird uns auch gleich wahrscheinlich schon eine Warnmeldung angezeigt. Mal sehen, bin ich gespannt, ob Mono Develop das kann. Nee, der macht jetzt gerade nichts. Wenn wir jetzt aber hier zurückgehen, da gibt es auch eine Fehlermeldung. Na, Player Pref Inventory Handler does not implement Interface Member Inventory Disk Handler. Na, was haben wir da? Load Inventory. Das heißt, Unity meckert jetzt rum, weil diese Klasse keine dieser beiden Funktionen benutzt. Die müssen wir jetzt einprogrammieren. Das ist halt der Sinn von Interfaces. Wir stellen sicher, dass Player Pref Inventory Handler auch wirklich diese beiden Methoden besitzt. Wir wissen es. Sicher, hundertprozentig. Jetzt können wir sie auch benutzen. Public Void. Ich kopiere sie nochmal, das war Safe Inventory, genau. Wir können das im Prinzip komplett kopieren. Nur, dass wir jetzt das Semikolon hinwegnehmen und stattdessen geschweifte Klammer machen. Public Void. Und hier nochmal ein Load hin. Gut. Wie speichert man das denn am besten? Wir haben unser Player Preferences Klasse. Und, huch. Na, nicht die Suche. Im Prinzip ist jetzt müssen wir uns überlegen, was wir alle speichern wollen. Das Wichtigste sind auf jeden Fall die Item-Stacks. Wir können allerdings auch zusätzlich noch die Breite und die Höhe speichern. Das ist nicht notwendig, weil wir sowieso das aufrufen, wo ist denn jetzt hier hinten, wenn das ja bereits schon definiert ist. Das heißt, es wird schon immer auf ein existierendes Objekt, das auch eine Breite und eine Höhe besitzt, aufrufen. Allerdings könnte es dann Probleme geben, dass wenn zum Beispiel das Ganze größer oder kleiner ist, als wir erwartet haben, dann könnte das Ganze nachher noch schief gehen. Deswegen werden wir in unserer Funktion nochmal das zuweisen. Andererseits sagen wir das... Nee, wir speichern das nicht. Doch, wir speichern das aber nur für eine Prüfung, dass es auch wirklich das richtige Objekt ist. Genau, so machen wir das. Ich schließe mal ein paar Dateien. Die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Nicht unbedingt. So. Player Preferences brauchen wir jetzt. Doch, genau. Machen wir Pref. Set String. Nee, Set Int. Jetzt brauchen wir einen Schlüssel und einen Wert. Als Wert benutzen wir Holder.Breite. Und jetzt müssen wir überlegen, ob wir das Ganze jetzt zum Beispiel Inventory wie nennen. Das Problem bei dieser Sache ist jetzt, sollten wir mehrere Inventare haben und die alle versuchen, so auf diese Art und Weise zu speichern, werden wir Probleme haben. Ganz klar. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir noch irgendeinen speziellen Namen nehmen. Wir könnten Holder, ich hänge jetzt auch mal ein Plus ran, Holder.name benutzen. Das liefert uns den Namen zurück, den wir hier... Ja, es wird uns immer den gleichen Namen zurückliefern. Wir müssten Holder. Wieso zeigt er das jetzt nicht an? Holder.GameObject.name benutzen, genau. Dann würden wir nämlich den Namen des Game-Subjektes zurückbekommen. Das ist in diesem Fall also zum Beispiel Player.
Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die man nehmen kann. Alternativ ist es eine Überlegung wert, den Inventory Holder hier an dieser Stelle mit einem speziellen Namen zu überschreiben. Das heißt zum Beispiel sagen, wir machen unsere eigene Name-Variable, public string inf name. Welcher Weg hier der beste ist, soll ich mir lassen. Ich nehme jetzt tatsächlich den hier, damit es bei der Zuweisung auch alles klar ist. InfName Player Inventory. Nee, stopp. So. Und an dieser Stelle weisen wir jetzt zu, dass das nicht Inventory sein soll, sondern Player Inventory. Also bei Unity im Inventory Holder, das seht ihr vielleicht hier noch ganz klein, für unseren Spieler, da weise ich das zu. So, jetzt haben wir einen eindeutigen Namen, mit dem wir ihn jederzeit identifizieren können. Das heißt, ich nenne das jetzt inf unterstrich, oder nehmen wir mal Punkt, holder.inventory name plus Punkt, was nimmt man da am besten? Breite. Das kann man nochmal kopieren. Höhe. Da wir das jetzt ganz oft benutzen werden, hier werde ich das mal schon mal abspeichern, sodass wir nur den Namen ranhängen müssen. Das heißt, ich nenne das Ganze String KeyName gleich. Nehmen wir das hier. Da kann man den Punkt hier auch streichen. Den auch. Und das dann direkt dahin schreiben. Dann ist alles ein bisschen kürzer. Gut. Machen wir weiter. Jetzt müssen wir die Stacks alle durchgehen und gucken, was alles dahinter steht. Darum würde ich sagen, String Data Key, nee, Data Value gleich ein leerer String. Und jetzt for each. Und dann wählen wir eine richtige Vorschleife. Ich will gerade, ob wir eine richtige Vorschleife oder eine for each Schleife nehmen. Ich glaube, an dieser Stelle wäre seine Vorschleife richtig. Da wir aber den gleichen Code später auch bei Load Inventory oder in ähnlicher Weise benutzen würden, sollten wir es vielleicht auch lieber andersrum machen. Nein, das müsste so gehen. Nehmen wir Forge. Stacks. Nein. Item Stack. Stack in Stacks. So. Für jeden Stack machen wir jetzt Folgendes: Wir fügen bei Data Value ein Stack.id, müsste vollkommen reichen. Nein, nicht Punkt-Item-ID. Das ist ja diese Durchreichvariable, die wir eingerichtet haben. Doppelpunkt plus Stack.ItemCount plus Semikolon. Am Ende bekommen wir einen ziemlich langen Text, der für jedes Feld alles enthält. Jetzt müssen wir noch einen Fall anrichten für den Fall, dass. Jetzt müssen wir noch. Ich bin auch heute ein bisschen durcheinander. Das ist das zweite Video, was ich hier gerade aufnehme. Wir müssen jetzt dafür sorgen, für den Fall, dass das Item gerade leer ist, also dieser Stack. If Stack-ID. Nee, if Stack gleich 0. Oh, hoffentlich klappt das dann auch bei for each. Ich hoffe, for each liefert uns auch 0 zurück. Das müssen wir mal gleich nachgucken. Stack gleich 0 und gleich 0. Ansonsten fügen wir bei Data Value, jetzt müssen wir uns überlegen, das Beste wäre wahrscheinlich auch ein Semikolon, aber einfach nur ein leeres Semikolon ohne irgendwas dazwischen. Oder eine minus 1. Das sollte eigentlich auch funktionieren mit minus 1, und es ist auch klar ersichtlich, dass hier nichts ist.
Und als zum guten Schluss, ich habe sie leider heute nicht mehr richtig. Player Preferences. Set String Keyname plus Data, Data Value Player Preferences. Save. Und für uns jetzt zum Debuggen. Debug.log Data Value. Jetzt aber. Wir müssen auch an irgendeiner Stelle das aufrufen. Ich würde sagen, wir gehen dazu in die Inventory on GUI rein. Da haben wir sowieso noch einiges an Testcode hier an dieser Stelle. Und sagen, wenn wir die Taste, müssen wir überlegen, welche nehmen wir mal. Taste S ist, glaube ich, noch nicht definiert. Ah, nicht stimmt, das ist zum Gehen. Keycode. Ja, nehmen wir mal rechte Steuerungstaste drücken. Dann soll er habe ich nicht gerade. Inventory. Wie hieß das nochmal hier? Holder. Punkt. Save mit Player Preferences. Inventory Holder aufrufen. Genau. Oh, bevor wir es testen, gucken wir uns mal an, was heißt das jetzt. Wir rufen unseren Inventory Holder auf mit der Funktion Save und übergeben oder sagen, dass das Ganze mit dem Typ Player Preferences Inventory Handler gemacht werden soll. Das heißt, für T setzen wir jetzt das hier ein. Gucken wir mal hier nach. T steht jetzt immer für Player Preferences Inventory Handler. Sagen wir, wir erstellen einen neuen Händler und speichern mit ihm unsere Informationen. Das heißt, wir erstellen ein neues Objekt dieser Klasse hier, rufen diese Funktion hier auf und die speichert das uns dann in die Player Preferences. Das sollte theoretisch funktionieren, praktisch weiß man nie. Ich bin mir nicht sicher, ob die For-Each-Schleife auch Nullwerte zurückgibt. Das heißt, erstmal filmen wir unser Inventar ein bisschen. So, das sollte reichen. Und jetzt drücke ich die rechte Control-Taste und in der Konsole erscheint ein ziemlich langer Text und offensichtlich gibt er tatsächlich Nullwerte zurück, sonst hätten wir nicht so viele minus 1 hier stehen. Vom ID 4, jetzt gucken wir das Ganze mal an. Wir hatten drin ID 4 Ethanol, 32 Stück, 7 Woodsticks hatten wir 23 Stück und von der 3 Cloth hatten wir 13 Stück. Doch, das kommt ganz schön gut hin. So, das heißt, wir können jetzt das Inventar komplett speichern. Dann nehme ich mal das hier raus. Und müssen dieses jetzt nur an jeder Stelle laden können.